Hallo, und ich melde mich noch mal ganz kurz, bevor das Video losgeht mit The Crew. Das wird jetzt mein Silvester-Special werden. Ursprünglich war was mit Minecraft geplant, was ich auch durchgeführt habe, aber es hat die Videoaufnahme einfach verhauen. Hat aus einer halben Stunde Aufnahme einfach mal 2 Stunden 9 oder so gemacht. Ne, 2,5 Stunden. Und existiert nicht. Deswegen ist es jetzt mein Silvester-Special. Ich hab das im Video natürlich nicht erwähnt. Wünsche euch deswegen im Voraus ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch natürlich, falls ihr das noch schafft, morgen rauszuhauen. Ich nehme es jetzt am Vortag schon erst auf, am Abend. Ja, frohes neues und BZW gutes neues. Frohes neues. Macht euch gute Vorsätze und haltet es ein. Ich weiß, niemand hält es ein, aber egal. Und es schwätzt sich schon wieder eine Minute und deswegen höre ich jetzt auch auf und viel Spaß beim Video. Tschüss. Beenden. Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Folge von The Crew. Einem richtig geilen Rennspiel. Nein, Rennspiel. Auto Game, sage ich einfach mal, das sich über ganz Amerika erstreckt. Und ja, ich werde auch nicht so viel sagen. Ich werde mich gleich wieder muten. Und ich möchte heute einfach mal, weil ich finde die Grafik so mega geil, dass es wert ist, auf YouTube zu kommen. Die Strecke von Washington hier nach New York bis zum nächsten Funkturm fahren. Ja, mal gucken, wie scheiße ich unterwegs war. Und ich mute mich jetzt wieder und dann fahre ich ja schon los. Viel Spaß. Arnale, wir erhalten Berichte über einen Raser in diesem Gebiet. Seid wachsam. Hab verstanden.
Tja, das war die kurze Fahrt von Washington nach New York. Lief besser als erwartet, muss ich sagen. So, zu The Crew. Ihr seht die ganze Zeit rechts irgendwelche komischen Namen. Das ist ein Open-World-Multiplayer-Game. Das heißt, man ist durchgehend mit allen anderen Spielern zusammen auf derselben Map. Man kann halt nicht alleine spielen. Das ist ein Nachteil, aber gut, kann ich mitleben. Grafisch mega geil. Wie man durchaus. Moment. Ja, wenn man jetzt die Sonne sehen könnte, ne? Sehen kann die Spiegelung auf dem Fahrzeug richtig schön. Das ist eine Mischung aus GTA und Need for Speed von Ubisoft. Deswegen auch diese Animation, wenn man so eine Datenstation gefunden hat. Kennt man ja von Ubisoft. Assassin's Creed, Far Cry und Co. Tja, ich glaube, ich packe noch so einen Trailer hinten dran an das Video. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Vermutlich nach dem Steam Summer Sale, Winter Sale. Ich sag mal Summer Sale. Aktuell 39,99 auf Steam, glaube ich. Sonst 49,99. Ja, einen Moment. Okay. Ne? Und so. Weiß nicht, was ich noch groß sagen soll. Ich mache vermutlich noch mindestens ein weiteres Video. Ich will auf jeden Fall noch ein Roadtrip New York Los Angeles machen oder New York Las Vegas und Co. Und so. Und New York soll anscheinend auch die Stadt sein, die wirklich detailgetreu nachgebaut wurde. Allerdings sieht die Stadt für mich etwas klein aus. Tja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich freu mich so hammermäßig über dieses Spiel. Und vielleicht packe ich zwischendrin noch so ein paar Screenshots rein, wenn ich es hinkriege oder wenn ich Lust habe oder wenn ich welche finde, weiß ich ja nicht. Ich glaube, ich bin Let's Player, nicht professionell, aber ich glaube, ich bin Let's Player mit einem richtig geilen Auto. Tja, ne? Wir sehen uns. Arrivederci und ciao.